Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2. Oh ja. Letzte Folge haben wir die Hauptstory durchgespielt. Wir haben Mira besiegt. Wer es nicht gesehen hat, schaut unbedingt letzte Folge an. Das Ende war einfach krass. Aber dann kamen ja die Credits, die sind sicher 10 Minuten durchgelaufen. Und danach kam noch ein Video. Zum Glück habe ich es noch schnell aufgenommen. Und das will ich euch unbedingt noch zeigen, bevor wir hier in die nächste Folge rein starten. Also hier jetzt nochmal kurz das Intro. Und dann das Endvideo von Dragon Ball Xenoverse 2, der Hauptstory. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Lingering in an era not our own. Well, it's just not a good idea. Really? I heard there was gonna be food. You know, as a reward. That's too bad. Why didn't you tell me that earlier? Huh? And now the pieces come together. I thought Lord Beerus was oddly absent. All right, now that that's settled, let's get going. Hold on! Which is better? I guess they're both good. My apologies. I wonder who could be foolish enough to interfere with my precious snack time. Lord Beerus. Hmm? Oh, it's you, Elder Kai. Lord Beerus himself. What an honor. What's this pain in the butt doing back here? I heard you were celebrating the egg's return. So I thought I'd stop by for a quick gander. The nerve! He shows up now after all he's done? I can hear you. Dial it down a few decibels if you're gonna talk to yourself, you know. I've destroyed galaxies for much less, you know. I'll just destroy you instead. Was? Here you go. Wes rettet immer alle. Don't mind if I do. State your wish. I shall grant any wish that you ask. This isn't something we should take to Shinron. I'm a pretty capable cook, you know. Ki-to-ki! I know. Okay then, the bird's right. We do have a lot of mouths to feed. Key! Seriously? The Dragon Balls aren't for ordering takeout. But why not? It is a festive occasion after all. Seriously, that's true. In that case, can you whip us up? That'll leave everyone here stuffed and satisfied. Consider it done. Dafür sucht man die Dragon Balls. Whis, this sushi really is delicious. Where did he get off to? Goku. Der alte Fresser. Der alte Fresssack, Leute. I have to admit I was worried. But you all pulled through in the end. Right, Trunks? Thanks for everything. Well, easy. We had a lot of help. Goku, is something bothering you? Nah, I've just been wondering about something. What's that? Which one of us do you think is stronger? Wir natürlich. Well, I've been at this longer, so... That still doesn't mean you'd be the better fighter, though. I mean, Goku became stronger than his brother, right? Now I'm wondering myself. You know, you could always fight and see the result. Exactly! That's what I wanted to hear! Now bring it on! Stop, stop! What are you doing? Aren't these two supposed to be fighting? You just sit back and watch.
Goku. Goku, please. Das Stärkste sind natürlich wir. Das ist wohl klar, ne? Das ist wohl klar, Leute. So, Leute, ich hoffe, das Endvideo hat euch gefallen. Ich fand's mega geil. Ich fand's wirklich mega geil. Und ich habe nun alle DLCs gekauft, wenn ich mich nicht verguckt habe. Und hier geht's nun weiter in der Hauptstory, sozusagen, der Hauptstory. Aber empfohlenes Level 80, empfohlenes Level 90. Das heißt, wir müssen hart trainieren, Leute. Wir müssen weiter trainieren. Wir müssen cooler machen und so weiter. Die letzte Fähigkeit von cool uns holen. Es gibt aber, glaube ich, noch eine weitere Story auf der Map zu sehen. Wenn auf die Map drücken, werden wir uns gleich mal angucken. Hier sind jetzt, wir sind jetzt hier. Seht ihr hoffentlich den Pfeil? Ja, ist in dem Pfeil. Und in diese Richtung oben, da sind jetzt überall rote Fähnchen auf diesen großen Gebäuden in der Luft oben. Und da werden wir jetzt mal hingehen und mal gucken, was da so abgeht, ne? Also wir werden jetzt erstmal, Leute, zu Capsule Corporation gehen, beten, dass Vegeta mit uns kämpfen will, dass wir das letzte von Vegeta abschließen können. Und wie gesagt, wir müssen jetzt einiges, wir haben sehr viel zu tun, wir müssen auf Level 80, das ist das Wichtigste, beziehungsweise Level 70, glaube ich, würde schon reichen. Wenn wir Level 70 kommen, wäre ich schon ziemlich froh, Vegeta hat nichts Neues, schade. Wir müssen uns leider hier alles abklappern. Schade, dass es hier nichts Neues gibt. Wieder zurück. Wir müssen uns alles abklappern, überall gucken, was so neu ist und das dann durchziehen, ne? Wir haben so viel zu tun, um auf Level 80 zu kommen, beziehungsweise um auf Level 90 dann zu kommen, weil wir ja die Story weiterspielen wollen, ne? Wir wollen ja die Story weiter... Oh, hier ist was. Hey! Was bist du denn? Ist mal ganz schön tüchtig in Cotton City, natürlich. Er muss uns etwas sagen. Tobas Gruppe. Da kommt ein Held wie du ins Spiel. Großen Zeitspalten reingucken. Sagt uns noch was? Nö. Okay, wir sollen in die großen Zeit... Wir müssen auch die Zeitspalten machen, ja. Aber wir gucken mal kurz noch zum Oberältesten, ob wir dort was Neues machen können. Nö, bei Nail nicht. Oh, das ist schwierig, ne? Das ist echt schwierig, hier was zu finden. Okay, es sieht so aus, als müssten wir die Zeitspalte machen. Aber zuerst, Leute, gehen wir nun zu Cooler und lernen unsere letzte Fähigkeit. Da müsste eigentlich vor der Schule stehen, denke ich. Und dann, ja. Oh, wir können auch mal unbedingt zum Fähigkeitenladen gehen. Hat er was Neues? Hat er was Cooles für uns? Wir hätten nämlich echt gerne unbedingt... da einige Sachen. Ich hätte unbedingt gerne nämlich die Fähigkeit... Oh Gott, es gibt so viel. Ach, okay. Die Fähigkeit von Goku Black. Ich will das schwarze Kamehameha haben, Leute. Hier gab es so einen Laden, genau. Es ist ein Online-Laden. Und wir wollen Fähigkeiten. Gibt's hier... Nö. Hier gibt's auch nicht das von Goku Black. Schade. Wir müssen entweder Goku Black als Lehrmeister finden. Beziehungsweise endlich mal zur Schule gehen. Hier ist ein Majin Buu. Wir müssen echt Goku Black mal finden. Hier sind halt überall... Oh Gott, wir haben so viel zu tun. Das Spiel ist so gigantisch groß. Ich hänge in der Laterne fest. Aber wir gehen jetzt mal zu Cooler. Wir müssten jetzt hier noch unsere Ulti lernen, habt ihr gesagt. Lektion 4. Ist es schon die Ulti? Supernova Cooler. Könnte die Ulti sein? Wir müssen unbedingt die Ulti noch lernen von Cooler. Ich hoffe, wir schaffen das. Und ja, wie gesagt, wir haben so viel zu tun. Es warten noch so viele Folgen von Dragon Ball Xenoverse 2 auf uns. Ich hoffe, ihr habt noch Bock, so wie ich. Sind jetzt ein bisschen weniger Zuseher geworden bei Dragon Ball Xenoverse 2. Wenn ihr weiterhin Bock habt, Leute, lasst mich irgendwie wissen. Daumen hoch, irgendwas. Und viele haben auch gefragt, ob wir kämpfen. Ja, sobald ich auch endlich mal den Super Saiyan Blue habe, beziehungsweise Level 90 bin, dann könnten wir auch gerne Turniere machen. Aber mal gucken, ne? Erstmal müssen wir ja... Oh Gott, ich habe es länger nicht gespielt. Wollen wir ein bisschen aufpassen. Ich habe zu viele Card Openings gemacht. Oh Gott, er macht Damage. Alter! Er ist echt schnell, ne? Muss man ihm lassen. Supernova Cooler. Was war denn das? Willst du mich verarschen? Hat er es gerade geblockt, denke ich? Alter, war das krass.
Alter! Der ist echt schnell, muss man ihm lassen. Der macht verdammt viel Damage. Müssen aufpassen. Wie gesagt, ich bin gerade nicht mehr eingespielt, aber ich gebe mein Bestes. Oh, ich habe hier andere Fähigkeiten. Schon vergessen. Aber wir sind ja eigentlich gut trainiert. Ne? Wir sind ja eigentlich gut trainiert. Okay, Supernova Cooler braucht einiges an Energie. Er ist echt schnell, ne? Muss man ihm lassen. Er ist wirklich schnell. Eieiei. Wir müssen ihn mit der Ulti besiegen. Oh Gott. Ganz ruhig, Cooler. Ganz ruhig. Versuch's nochmal mit der Ulti. Er sollte jetzt eigentlich nicht blocken können. Ja, K.O. Habt ihr diese riesen Kugel gesehen? Die besitzen wir nun. Die wird sofort ausgerüstet. Mega nice. Mega nice. Die rechte Hand von Cooler werden? Nein, danke. Nein, danke. Ein Z-Rang sogar. Mega nice. Supernova Cooler. Oh ja, genau die wollten wir. Müssen wir sofort ausrüsten? Mega nice. Ist schon mal wirklich ein großer Fortschritt wieder. Supernova Cooler. Mega Fortschritt. Hat uns noch was beizubringen. Oh, Haus des Oberältesten wird angegriffen. Wir können dort weitermachen, Leute. Cooler hat nun keine Fähigkeiten mehr, genau. Jetzt haben wir die letzte Fähigkeit bekommen von Cooler, die ziemlich krass ist. Wir machen mal die Höllenspirale weg. Supernova Cooler rein. Die kostet jetzt 500. Okay, mega nice. Mega nice. Oberältester wird nun angegriffen. Okay. Ich würde aber echt gern erstmal jetzt... Ja, ich würde jetzt echt gern Goku Black suchen, ob wir irgendwie von ihm die Fähigkeiten lernen können. Das heißt, ich gehe mal, Leute, auf die Suche und wir sehen uns dann gleich wieder. Goku Black habe ich jetzt zwar nicht gefunden auf die Schnelle, aber Zamasu. Gegen den wollen wir auch mal kämpfen, ne? Natürlich. Oh, wir kämpfen gegen Goku Black, okay. Ich überlege, ein Gott-Tuber zu werden. Okay, wir kämpfen mal gegen Zamasu und Goku Black. Mal gucken, wie das so wird. Und ja. Ich werde noch Goku Black auch einzeln suchen. Ich hoffe, das steht hier rum. Es gibt auch viele neue Helden hier, die rumstehen, weil ich ja die ganzen DLCs gekauft habe. Wir haben hier so viel zu lernen. Wir haben hier so viel zu lernen und so viele geile Gegner. Ich denke, wir müssen hier zuerst... Okay, wir müssen zuerst Goku Black angreifen. Alter, macht der Damage. Alter, macht der Damage. Unser Masu greift uns ja auch noch an. Als Obendraufgabe. Oh Gott, das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Ne? Das war verdammt schwer. Na, ich wollte gerade ausweichen. Oh ja, das ist verdammt schwer. Wir müssen aufpassen. Wir müssen echt aufpassen. Und wir setzen gleich mal die Supernova Cooler ein. Alter, ist die riesig, ne? Aber es trifft schwer. Es trifft echt schwer. Ich glaube, wir müssen zuerst Zamasu töten. Da gehen sie nämlich so auf die Nerven. Kurz ausweichen. Ja, perfekt. Ah, ausgewählt. Das war echt schwer hier. Kann mich noch erinnern, ja. Ja, jetzt kommt der andere wieder. Das ist echt zäh. Ja, jetzt greift er uns wieder an, ne? Wir haben jetzt ständig das Problem, dass uns beide angreifen. Super Saiyajin. Einfach aus Prinzip. Nein! Gott, machen die Damage. Oh, wir können die Kapseln mehr. Oh Gott, das wird schwer. Oh Gott, Leute, das ist echt schwer. Nein, 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 mach aus! Oh Gott. Wir müssen echt mal einen loswerden. Greifen uns beide gleichzeitig an, das ist so schwer. Und? Der Geist hat nicht getroffen, was? Doch, hat er. Okay. Glück gehabt. Oh Gott, Leute, das ist zäh. Mehr Geister, mehr Geister. Oh, wir haben nur noch 34 Sekunden? Was? Oh Gott, das ist ein schwerer Kampf.
Ich glaube, ich bin noch nicht bereit für Zamasu. Ich glaube, das schaffen wir nicht in der Zeit. Ne, schaffen wir nie in der Zeit, Leute. Wir haben hier ein Zeitproblem. Ja, das schaffen wir nicht. Wir sind zu schwach noch für die zwei anscheinend. Ja, er regeneriert sich auch die ganze Zeit. Soll ich den denn besiegen mit dieser krassen Regeneration? Hä? Jetzt sehe ich's ja erst. Was? Konnten wir gar nicht gewinnen? Doch, wir haben es geschafft. Es hat unsterblich, wissen wir, Zamasu. Aber es hat doch. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir ihn trotzdem irgendwie besiegen müssen. Wir haben es geschafft. Nice, Zamasu. Vielleicht schalten wir auch jetzt erst Goku Black frei. Ich weiß gar nicht, ganz ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich muss jetzt sehr viel hier rumfliegen für die nächste Folge und viel rumsuchen, dass wir möglichst viel geilen Scheiß lernen. Und Yamcha, ich will mit dir echt nicht trainieren. Ein neues Ausbilder-Event ist verfügbar. Du bist also das Schoßhündchen des hiesigen Kaioshin. Ich habe keinen Bedarf an anderen Göttern auf dieser Welt. Das ist so cool, ne? Gelobe mir Treue. Naja. Was lernt uns denn noch eigentlich? Quatsch nicht so viel, was lernst du uns? Was lernst du uns? Götterspalter. Leute, wir müssen Götterspalter noch unbedingt lernen versuchen. Wie gesagt, ich werde nächste Folge jetzt, ich werde alle abchecken hier, was es so gibt an Trainern. Wir werden sehr viel lernen. Wir werden sehr viel machen müssen. Wir müssen auch mit unseren Meistern normale Missionen machen, um quasi die Freundschaft zu leveln. Er regeneriert sich die ganze Zeit. Okay. Götterspalter. Alter, wie cool ist das denn? Wie geil ist diese Fähigkeit denn bitte? Die ist ja voll geil. Nium. Gott, die müssen wir ausrüsten. Nium. Die ist geil. Moment mal, ich muss mal kurz was überlegen. Ja, wir können sie aktivieren. Nium. Alter, ist das cool. Das müssen wir unbedingt ausrüsten. Alter. Das ist voll geil. Was? Voll eine Bildschirm-Combine. Ah! Ja, wir haben's doch gemacht. Hä? Komm her. Bam, bam, bam. Was will er denn schon? Ich geb den Combo richtig ein. Was wieder? Ich mach den Combo doch richtig. Das war jetzt 3. Ich verstehe es nicht. Jetzt hat es funktioniert, was? Wie oft muss man das machen? Ach du Kacke. Das sind krasse Kombos. Bam, bam, bam. Ah, das ist schwer. Bam, bam, bam. Bam. Nein, jetzt verkackt! Oh Gott, das ist schwer. Die Kombo richtig zu machen. Bam. Ah, das ist echt zäh, Leute, die Kombo. Schieß deine scheiß Kugel ab, Mann. Okay. Bam. Bam. Ah, er haut ab. Das ist echt schwer, das ist echt schwer. Gott, Leute. Was? Noch eine größere Kombo? Leckt mich doch am Arsch. Das wird schwer. Diese Kombos sind echt zäh. Boah, Leute, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange versucht, diese blöde Kombo auszuführen. Er weicht immer aus. Scheiß erstmal auf Zamasu. Da habe ich keine Nerven für. Da habe ich echt keine Nerven für, wenn er immer ausweicht während der Kombo. Es ist zäh. Ich brauche anscheinend noch mehr Training für Kombos. Das ist echt schwer. Wir werden auf jeden Fall jetzt weiter Goku Black suchen und die anderen und weiter trainieren. Also, wir sind weiterhin
am Weg zu Level 80 und 90, damit wir die Hauptstory weiterspielen können, also die neue Story, die DLC-Story. Und ja, wir werden neue Fähigkeiten lernen, wir haben die coole Fähigkeit gelernt, ich bin begeistert. Und ja, Leute, wenn ihr nichts verpassen will, lasst ein Abo da, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß, haut rein und ciao.